Grüß euch, liebe Freunde. Ich habe mich gestern mit zwei ganz lieben Freunden eingestellt, die zu mir gesagt haben, sie haben keine Kraft mehr. Und es ist mir zu so ein Bedürfnis, einmal über die Kraftaufnahme zu sprechen. Wir brauchen ja ganz viel Kraft, damit wir unsere täglichen Aufgaben auch schaffen. Und jeder Gedanke, den wir aufnehmen, verbraucht Kraft und Energie. Jedes Wort, das wir sprechen, verbraucht Kraft. Und wir müssen uns immer wieder mit Gott verbinden, dass wir genug Kraft haben und dass wir über Reserven verfügen, dass wir uns nicht ganz leer machen. Wir haben den freien Willen und wir dürfen selber entscheiden. Es fängt schon bei ganz kleinen Dingen an. Was koche ich heute? Schon bei diesen Gedanken verbrauchen wir Kraft. Wenn wir nur kleinere Kinder haben, da benötigt man viel Kraft. Wenn wir Sport machen, Sport wundervoll, wenn wir uns bewegen, aber das verbraucht Kraft. Und so ist es doch wunderbar, dass wir unseren Freund Bruno Gröning haben. Und wir können da immer wieder die gute göttliche Kraft aufnehmen. Und wenn wir immer genügend gute Kraft aufnehmen und in uns haben, dann sind diese Herausforderungen vom täglichen Leben überhaupt kein Problem mehr. Aber wenn unser Körper über keine gute Kraft mehr verfügt, bauen wir ab und wir werden krank. Und das wollen wir doch alle gar nicht. Deswegen ist so wichtig, dass wir früh Kraft aufnehmen. Ohne Kraft fühlen wir uns erschöpft und leer. Und wir können oft auch gar nicht mehr schlafen. Es ist so wichtig, die gute göttliche Kraft aufzunehmen. Und wir dürfen immer wieder an die Tankstelle gehen und uns mit guter Kraft volltanken. Und wenn man sich das einmal vorstellt, der liebe Gott ist wie eine Tankstelle. Wir brauchen nur bitten. Lieber Gott, Vater, bitte helf mir. Bitte, dass ich wieder genug Kraft habe. Macht mir die Hände auf. Ihr wisst ja, wenn man sie hinsetzen sollt. Und öffnet mir die Hände und bittet mir den lieben Gott, dass er uns viel Kraft schickt. Bitten wir Christus in uns, dass er in uns wirkt. Da kriegen wir ja auch so viel Kraft. Und der Bruno, er ist ja der Kanal zum lieben Gott. Wir können auch sagen, bitte Bruno, helf mir. Und stellen wir uns doch auf die göttliche Kraft ein. Stellen wir uns doch vor, wie unser Körper geflutet wird. Mit ganz viel Kraft und Energie. Und wenn man sich jetzt mal ein Auto vorstellt. Wenn wir kein Benzin haben, dann wird das Auto nicht mehr fahren. Und was tun wir dann ganz selbstverständlich? Wir fahren zur Tankstelle und tanken. Aber wir fahren zur Tankstelle, wenn noch ein bisschen Benzin drin ist. Wir lassen das Benzin nicht ganz ausgehen. Warum lässt man dann die Kraft in unserem Körper ausgehen? Wenn wir merken, die Kraft wird weniger, sofort nachtanken, damit der Körper wieder gefüllt ist. Bruno Gröning hat gesagt, dass wir uns zeitlebens mit einer Batterie vergleichen sollen, die immer wieder mit der guten Kraft aufgeladen werden muss. Und dass ein nervöser Mensch nichts anderes wäre als ein energieloser Mensch. Und da hat der Bruno Gröning ein paar wunderschöne Zitate, die möchte ich euch jetzt vorlesen.
Durch Hast und Ungeduld vergeuden sie nur die guten Energien. Die Heilung muss uns so wichtig sein, dass wir bereit sind, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen. Bewahren Sie die Ruhe in allen Lebenslagen. Und wenn Sie einmal glauben, es sehr eilig zu haben, seien Sie erst recht betont langsam und überlegend. Denn merken Sie sich eines: Die Ruhe sei dem Menschen heilig, nur die Narren haben es eilig. Die Ruhe ist das Gute, das Göttliche. Die Hast und Nervosität ist schon das Böse und führt zur Unordnung. Nicht nur in Ihrer Umgebung, nein, auch in Ihrem Körper. Durch die Hast und Unausgeglichenheit in Ihrem Wesen entsteht im Körper eine Verkrampfung. Und jede öfter auftretende Verkrampfung führt früher oder später zu einer Störung und Unordnung. Sie nennen dies Krankheit, ich sage Unordnung. Sie müssen so viel gute Kraft aufnehmen, dass das Böse in Ihnen, in Ihrem Körper keinen Platz mehr findet und dass Sie immer wieder aufs Neue das Böse abstoßen können, so Sie einmal doch vom Bösen angegangen worden sind, in Zukunft auch angegangen werden. Wenn der Mensch wüsste, über wie viel Kräfte er verfügt und wie er die Kräfte, die göttliche Kraft für sich nutzen könnte, er würde von sich aus sagen: Jetzt bin ich in der Lage, Bäume auszureißen, so eine Kraft besitze ich in meinem Körper. Ja, liebe Freunde, die geistigen Kräfte, die dürfen wir Menschen wieder kennenlernen. Und wir dürfen dann auch aus diesen Kräften unseren Nutzen ziehen. Weil wenn unser Körper voll von dieser Kraft ist, wie der Bruno gesagt hat, dann können wir Bäume ausreißen. Wir können dann unseren Körper regen und bewegen. Das finde ich auch ein ganz schöner Spruch. Und durch das Eistein auf den Heilstrom, Bruno Gröning hat oft auch gesagt, Lebensstrom, erhalten wir die Kraft. Und somit können wir den Alltag meistern. Durch das Einstellen können wir auch alte Verhaltensmuster lösen und uns für neue Sichtweisen öffnen. Bruno Gröning hat gesagt, dass der Mensch wieder lebensfroh werden soll. Und mit der Aufnahme der göttlichen Kraft ist es möglich, liebe Freunde. Und der Bruno Gröning hat gesagt: Ja, lieber Mitmensch, vergiss dich nicht. Nimm doch all das, was für dich, für deinen Körper bestimmt ist. Immer da, wo die volle, gute, göttliche Kraft auftritt, da schwindet das Böse. Gottes Kraft ist Macht. Unser Freund Bruno Gröning, er hat uns ja alles gelehrt. Und zu mir sagen immer viele Freunde: Ja, ja, in der Theorie weiß ich es. Aber umsetzen ist schwer. Ja, wenn ich das schon sage, es ist schwer, wird es auch schwer sein. Dämmen wir es doch einfach. Gehen wir zur Tat über. Der Bruno hat immer gesagt, sie müssen es tun. Weil wenn man nur davon redet, da geschieht gar nichts. Wir müssen es tun. Also, liebe Freunde, stellen wir uns so oft wie möglich auf die göttliche Kraft ein. Wir können den Bruno bitten, wir können Christus bitten, direkt den lieben Gott bitten. Wenn wir die Hände aufmachen und wir stellen uns vor, wir tanken uns voll mit dieser guten göttlichen Kraft. Ja, da kann es uns ja nur gut gehen, wenn man das regelmäßig lernt. Ich habe eine ganz liebe Bruno Gröning-Freundin in Italien.
Und ich sage das jetzt einfach mal so, derer geht es nicht so gut. Aber die hat so einen Gottesglauben. Und ich weiß, dass sie wieder gesund wird. Weil sie so glaubt und weil sie ist immer eingestellt. Sie betet und bittet. Und liebe Freunde, die Ärzte ist doch auch. Beten wir zu Gott. Er ist doch alles für uns. Er ist unser Vater. Und bitten wir Christus in uns, bitte wirke in uns. Und wenn man sich das mal vorstellt und wenn man mal seinen Körper beobachtet, was da dann alles geschehen darf, was wir alles fühlen und spüren dürfen, und Stück für Stück kriegen wir dann Hilfe und also Gott will Heilungen. Ja, ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!